Der umstrittene Kardinal Rainer Maria Wölki hat dem Papst während seiner geistlichen Auszeit seinen Amtsverzicht als Kölner Erzbischof angeboten. Papst Franziskus will nach Angaben des Erzbistums darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Wölki soll aber seinen Dienst in Köln wie geplant ab diesem Aschermittwoch wieder aufnehmen. Wölki bittet die Gläubigen in einem Brief bis zu einer Entscheidung des Papstes um Geduld und darum, ihm noch eine Chance zu geben. Nach Kritik an seiner Kommunikation bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im größten deutschen Bistum hatte sich Wölki im September die Auszeit genommen. Persönlich war er in einem juristischen Gutachten entlastet worden. Im Zusammenhang mit einem wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Priester wurde jetzt aber Strafanzeige gegen Wölki erstattet. Während seiner Abwesenheit wurde die Hoffnung laut, dass der Kardinal womöglich nicht zurückkehrt und sich damit die Situation entspannt. Laut einem Bericht ist die Zahl der Kirchenaustritte in Köln im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen.